Hallo und herzlich willkommen zu Ghost of Tsushima. Und ja, Mesula hat sich ausgeheult, dass jetzt alles anders ist. Schauen wir mal. Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins. Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in ihr sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Es ärgert mich. Vielleicht wolltest du doch nicht sehen. Wir sind fast da. Wir machen es wie bei vor Nakayama. Das Lager beobachten, nach Schwächen suchen. Ein Plan schmieden. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Alles klar. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Okeli dokeli. Ich brauche aber den Bambus hier. Ich höre sie. In diesem Lager werden Schützen ausgebildet. Der Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Okay. Um gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir nehmen das Lager ein. Dann suchen wir sie. Sobald er angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel. Okay. Ich habe da so eine neue Mehrfach Attentäter-Sache. Weißt du, die will ich noch mal antesten. Wer bist du denn? Dicker Mann. Was hast du denn da oben? Hatte ich nicht drei Attentate? Konnte ich wohl nicht, wa? Egal. Wir haben es auf jeden Fall mal erfolgreich getestet. Was ist los, Meister? Wie geht's weiter? Ach. Kalle Beng. Hallo. Chiharu. Was ist Betty? Ich habe mich im Burkaneda nicht getäuscht. Ihr werdet besser. Danke sehr, Meister. Ganz sicher. Sehen wir uns um. Warenliste. Mhm. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Sie baut noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Gut. Eine Nachricht. Auf Japanisch. Was steht darin? Großkhan. Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr.
Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Tomoe war mein größter Erfolg. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Eroberungsträume. Talisman der Präzision. Kann der mittlere Erhöhung des Fallschadens. Habe ich schon. Gut. Zweimal Seide. Alles tutti. So. Guck mal hier. Befreie die Umata-Siedlung. Mache ich doch. Ja, hier. Reise in die Vergangenheit. DLC Iki. Ich weiß es nicht. Ist eigenständig. Also könnte man jederzeit anzocken. Ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll. Wann ich das machen soll. Wie krass, ne? Komplett anders sieht's hier aus. Vorgaben? Besiege die Mongolen, erlange das gestohlene Eisen wieder, schalte den Lagergeneral aus, hole Shimono-Banner zurück, lass die Falken los, Bonus, töte einen Gegner in einem Herausforderungskampf. Ja, das kriegen wir hin. Kämpfen wir! Hoffe ich, dass wir das hinkriegen. Die Fackel war jetzt scheiße. Du bist so ein Klotzkopf, ne? Ja, komm. Klotzkopf. Ey. Ist der Arm ab? Junge. Guten Tag. Keiner da. Du.
Loot, Loot, Loot. Was ist da oben gerade passiert? Tja, der hat Helm auf. Kannst du machen, was du willst. Ja, komm doch. Ist Bescheid, ne? Ja gut, wenn du nicht willst, dann mache ich erstmal hier Inspektion. Hallo! Junge, hör mal! Lass mich hier raus! Klotzkopf, du! Machst du nicht! Machst du nicht! Nicht beim Looten stören. Was war das? Küsst du mit dem Mund auch deine Mutter? Alter. Echt? Was? Nein! Junge, was willst du denn hier drin? Pfeile. Nimm ich. Was ist hier oben? Ja, ihr müsst frei sein.
Einen wunderschönen guten Tag. Nee, machst nicht. Komm ich nur hoch. Ah, hier. Flagge nehmen wir. Was gibt's denn hier ganz oben noch? Leder. Den Rest brauche ich, glaube ich, nicht. Was für ein... Versau mir nicht immer die Paraden, Junge. Danke. Nicht hupen. Hallo! Ist schwieriger als in Akt 1, aber schwierig, aber machbar. Flieg, flieg! Schnell weg! Bevor es Hühnchen gibt heute bei den Mongolen. Aber bei den Mongolen gibt es heute gar nichts mehr, glaube ich. So. Ganz schön neblig hier in der Bude, du. Ich glaube fast, ne, also wir haben ja diesen Anhänger gekriegt von wegen Talisman, von wegen Zeit für Paraden und perfekte Paraden etc. pp. wird größer.
In Akt 1 war es nicht vonnöten. Ich glaube, so langsam turnt er. Aber ich wollte ihn ja sowieso einsetzen. Ich warte nur, bis ich ja genug Loot habe, damit ich die Waffen alle aufgelevelt habe. Ne? Ach, kacke. Beiße ich mich halt ein bisschen noch durch. Ne? Ist für den Skill wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Ein Technikpunkt. Wo können wir den denn reinpacken? Außerdem hier, Erkundung habe ich rausgekriegt, wo man das sieht auf der Karte. So, was haben wir denn hier? Schwarzpulverbombe. Ja. Irgendwie habe ich nur Kunai, Rauchbomben und Haftbomben. Windglocken und so, die finde ich in meinem Waffenrad überhaupt nicht. Vorsichtiger Wurf. Ja. Was haben wir hier? Noch langsamer. Ah, ne, komm. Ah, was haben wir denn hier? Komm. Krieg die auch nochmal ein. Ja, und hier. Der dritte schwere Angriff aus der Mondkampfhaltung fügt zusätzlichen Nahkampfschaden und Taumelschaden hinzu. Wie gesagt, also die Mondkampfhaltung ist noch die ich am sinnvollsten. Zweimal Gold. Lecko funny. KG, du bist so ein cutes Pferd, ne? Da habe ich hier, habe ich was. Da kriegst du einen Apfel. Mit dem Meer aussieht wie ein Arschloch. Aber das schafft der Apfel nicht. Verstehe ich nicht, ne? Das sagt er immer hier bei. alles falsch. Ne, wie heißt das? Gamesünden oder was? Ich meine Gamesünden. Der Rob. Der Rob von der Gamesünden. Der sagt immer, einen Apfel fressen, damit die Leute aussehen wie ein Arschloch. Kage. Du hast jetzt gerade einen Apfel gefressen, bist aber kein Arschloch, finde ich. Gut. So. Fragezeichen. Wer bist du? Natu, der Sake-Händler. Ja. Weißt du was? Ich hab doch irgendwas gelesen von wegen, ich soll die Rüstung meines Vaters auftreiben. Wo ist die denn? Reise in die Vergangenheit. Der Geist und der Mönch. Ja, ich hänge so ein bisschen, ne? Ich hänge so ein bisschen. Wer ist er denn hier? Ach, der Kriegsmönch. Stimmt ja. Der Kriegsmönch. Komm, den machen wir. Alles hier irgendwie mit Stege. Also das erinnert mich stark an Wählen. Kacke, ich glaube, ich komme mir keinen Meter mit dir. Schaffst du das? Oi, du bist ein Springbock und kein Pferd. Alles klar. Vorne ist so was Ähnliches wie eine Straße. Ja, oder auch nicht. Junge, komm mir nicht so. Gegen wen kämpfst denn du noch? Ist nichts in der Nähe. Na gut. Kacke, wo bist du?
komm. Goldenes Vogeli. Ach, deswegen willst du hier nicht rein, weil er eine scheiß tiefe Suppe ist. Wo ist Vogel? Ah, hier ist Vogel. Ernsthaft? Hier führst du mich hin? Aufzeichnung. Lektion in Heilkunde. Das letzte Zeitalter ist angebrochen. Bevor die Mongolen kamen, haben die Leute die schwersten Straftaten begangen, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber es ist nur schlimmer geworden. Unsere Mundras und Mantras sind nutzlos. Unsere Heilkünste kurieren keine Krankheiten mehr. Wenn überhaupt, verschlimmern sie sie durch unsere Fürsorge. Jetzt hat es die Mönche ereilt. Warum sollten wir beten, wenn wir alle verloren sind? Tja. Da oben, ich sehe jetzt schon wen. Wie komme ich denn da hoch? Sehe ich nicht, Vogel. Wie komme ich da hoch? Von außen? Coole Statue, oder? Da ist auf jeden Fall Kletterkante, sehe ich. Da war der Kantenmaler da. Rätsel. Von innen ist da echt nichts. Da weht das Dingen. Musst du hier an dem Mann hochklettern? Auch nicht. Ein Haken werfen ist ja auch nicht. Junge. Ich sehe nichts, so eine Bäume. Ist zu weit. Hä? Ihr seht's doch auch, oder? Komm mal her. Ah, guck an.
du echt eine fiese Sache. Das war jetzt reine Verzweiflung. Heiler Stirnband. Ist schön, aber Stirnbänder sind nicht so unser Dingen. Oh, das war's dann auch hier, ne? Alles cool, oder? Es gewittert wieder. Lorio ist hier, aber keine Spur von anderen Mönchen. Na. Guten Tag. Das Überlebendenlager? Das von der Umugi-Bucht? Es ist verflucht. Leute verschwinden. Die Menschen dort sind verwundbar. So ohne richtiges Heim. Leichte Beute für Verbrecher. Viele Überlebende haben ihre Familien verloren. Ihre Liebsten. Etwas Seltsames geht dort vor sich. Ich beende das. Das wäre was. Was möchtest du haben? In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Lasst euch Zeit. Ich glaube, ich habe schon bei dir geguckt, ne? Du hast nur Kappes, ne? Ja, ja. Aber hässlich. Das ist cool. Geister der Vergangenheit. Leb wohl. Schon wieder hier, Vogel? Ich wünsche euch stets Freiheit. Versorgt die Verwundeten, so gut es geht. Ich suche Hotschi und die anderen Mönche. Das ist echt schön hier, ne? Schade, dass keiner hier gibt. Die Invasoren werden unsere Arbeit hier nicht aufhalten. Fürst Sakai. Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Hotschi und seine Anhänger kamen vom Zedern-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts. Hotschi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten, wer sich wehrt. Unterwerfung belohnen. Kotons Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Der letzte Kriegsmönch. Wisst ihr, wo sie hin sind? Sie ritten an den Teefeldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Sie dürfen den Mönchen nichts antun. Sie sind Heiler. Die Mongolen werden sie am Leben lassen. Diesen Invasoren traue ich ehrlich gesagt alles zu. Alter, du hast aber da mal einen Zachel auf dem Rücken. Und du willst Mönch sein? Sie kamen hier, an den Teefeldern entlang. Sucht nach Spuren.
Kalle. Hier sind Spuren. Sie sind in Richtung Sumpf. Kommt. Klingt, als würdet ihr und Hochi euch kennen. Hochi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. War euer Bruder gewalttätig? Nein, aber schon immer furchtlos. Als ich noch klein war, schikanierten mich die Jungs in meinem Dorf. Das muss sicher schon lange her sein. Viele Mahlzeiten her. Einmal stopften sie mich in einen Hirsesack und wollten mich in einen Baum hängen. Enjo tat so, als wäre er ein Dämon, der in den Ästen sitzt. Sie taten mir nie wieder etwas. Mut zeigt sich in vielen Formen. Hochi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu retten. Und das tue ich ohne Hass. Was? Also kein Pazifist. Sehr, sehr löblich. Da sind sie. Bleibt hier, Norio. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten. Okay. Gut, nichts passiert. Junge! Junge! Ja? Lass das bleiben. Was ist mit dir? Du willst kämpfen? Ich kann nicht mehr. Ich habe einen Kreis. Lass das. Ja, 30 Sekunden. Steht da schon wieder. Alles wird wieder gut. Hat ihm doch keiner gesagt, er soll... Bitte, ich hab Familie! Seid ihr der Samurai, der wieder auferstanden ist? Mhm. Ist Hochi bei euch? Hochi? Nein, aber einer von uns ist entkommen. Die Eindringlinge haben ihn verfolgt. Sie kommen sicher gleich wieder. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße! Norio, ihr lebt! Oh. Zurück, alle Mann! Wir haben einen Klotzkopf. Wir haben einen Klotzkopf. Leck mich an Arsch. Klotzkopf! Tja, die sterben nicht mehr so schnell wie in Akt 1. Wir brauchen viel mehr Fürsorge. Aber es geht. Alles machbar. Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hochi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio. Sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedern-Tempel.
Fürst Sakai. Warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat Sie verärgert? Ich kenne Hochi. Ja. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. Ich werde herausfinden, wohin Sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio. Der geisterhafte Samurai. Talisman der Resistenz 2. Das ist, sag mal, verringert sämtlichen Schaden um einen mittleren Wert. Okay. Ja. Ist in Ordnung. Talisman des giftigen Ablebens. Windlocken verströmen giftige Dämpfe, die Gegner töten, die sie ein... Oh, nee, komm. Bin ich ein Bastard oder was? Meine Gegner vergifte? Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Was ist mit dir? Hast genug? Tee? Gut. Trinkst du halt noch ein bisschen Tee. Dann können wir uns mal angucken, was wir als nächstes machen. Gut. Rüstungsschmiede und 2 Verbesserungen verfügbar. Interessant. Hochinteressant. Was ist das denn hier? Nicht abgeschlossen. Ein Schrein. Komm, auf. Junge. Den haben wir schon gemacht. Ist alles gut. Ich bin am verfolgten Ort. Vogel. Aha. Wo willst du mich denn hinbringen? Was gibt es hier Interessantes? Blumen, oder was? Waldgeisthut. Oh. Ein Waldgeisthut. Ich liebe Strohhüte. Gibt nichts Besseres als Strohhüte. Aber der andere, der war noch cooler. Der hat mich an den Film Sucker Punch erinnert. Ne? Wer den kennt? Ja, worum geht's in dem Film? Keine Ahnung. Ich habe ihn zigmal gesehen. Es kommen hübsche Ladies darin vor. Üble Samurai. Und ich glaube, die Ladies sind eigentlich in der Irrenanstalt. Und der ganze Film, der spielt sich eigentlich in ihren Köpfen ab, aber ist in Ordnung. Kann man so lassen. Ne? Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und ja, in der nächsten Folge versuche ich dann mal da den Schrein zu erklimmen. Auch wenn ich keine Talismane finde. Talismänner. Was ist denn der Plural von Talisman? Keine Ahnung. Talismänner finde, die zu meinem Bild passen. Also, wie ich mir das hier zurecht gefuselt habe. Der eine, der ist auf Abruf, also hier der mit dem Loot. Ne? Deswegen, da habe ich schon einen, den finde ich besser. Aber mal gucken. Ne? Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.